Fühl ich schon. Hugo, was machst du mit? Wow! Bro, er könnte straight up in irgendeiner Serie oder Film mitspielen. Bro, das ist ein Model. Nein, nicht unser Favorit, nicht mein Favorit. Der war so hot. Smash. Smash, wirklich Smash. God fucking damn it. Guck mal, wie gut er aussieht. Gehen wir rein ins nächste Video. Wir gucken sofort. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich kann es nicht aussprechen. Ich bin ein bisschen zu dumm. Auf jeden Fall. Abonniert haben wir. Like haben wir da gelassen. 7 Jungs blind daten mit Germany's Next Topmodel Tamara. Gehen wir rein. Was habt ihr gestern gemacht? Ha? Sie lief da nix. War es schon mal ein Date? Wart ihr mal zusammen? Jim ist Topmodel Band. Das ist Tamara, okay. Ex-GNTM-Kandidatin, Model und so ziemlich meine Nachbarin. Sie datet heute 7 Typen gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Jungs. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde muss sie einen rauswählen. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Okay. Stell dich mal kurz vor. Guck mal, Chat, warte ganz kurz. Wir machen das so. Wir raten mit, wem wir rausschicken würden, wem wir nicht rausschicken würden. Und wer unser Favorit ist, okay? Wir machen das zusammen. Gehen wir rein, komm. Vielleicht kennt mich jemand von GNTM von damals. Ich bin 22, wohne in Wien und ich suche meinen Respectful Boy. Cute. Was ist so dein Traumtyp? Also ich habe keinen Traumtyp, ich habe keinen Typ. Aber man muss respectful sein, loyal, cool. Also offen für alles. Offen für alles. Go. Okay. Okay. Okay, Close-up. Wir müssen ganz was für uns rätseln. Wir sehen die Schuhe hier. Ich muss sagen, ich finde vom Style her von den Schuhen nur die letzten beiden, also schwarze und orange Schuhe, sehr nice. Die in der Mitte, schwarz und weiß daneben, nicht so geil. Der schwarze, ich finde den schwarzen Schuh an sich auch nice. Also von dem Schuhwerk würde ich, glaube ich, den mit den grünen schon am ehesten rauswerfen, oder? Oder Nummer 5? Nummer 1 oder Nummer 5? Nummer 1 grüne Schuhe, Nummer 5 ist schwarze Schuhe, diese leer. Persönliche Meinung natürlich. Jeder kann natürlich sagen, okay, finde ich halt voll nice. Aber so von uns. Ja, letzten beiden sind Smash. Direkt ins Auge sticht? Ja, Nummer 2. Nummer 2? Ja, die Schuhe gehen fit. Kandidat Nummer 2. Warum findest du den so super? Perfekte Schuhe. Besser kann man nicht wählen. I don't know. Was glaubst du, macht der? Something illegal. Und du stehst auf Bad Boys? Kinda, a little bit. Ja? Ja. Was ist so die Grenze an Illegalität, die du gut findest? Keine Ahnung. Mord. Weiß ich nicht, der Bonk-Ausraub. Das ist alles noch fein. Wenn ich das sagen darf, so Drug-Selling ist schon okay. I guess. Also ich habe damit nichts zu tun und so, aber... Kandidat Nummer 3, was denkst du über ihn? Ich mag die Hose. Very baggy. Was waren das für Schuhe gerade? Ey, was sind das für Schuhe? Noch nie sowas gesehen. Das ist von Adidas? Sind das Gummistiefel? Bro, ich bin verwirrt. Ey, was sind das für Schuhe? Das sind safe die übelsten so Styler-Typen, aber wir sind halt alle, Chat, wir sind alle so Basic-Leute, oder? Wir checken den Style halt nicht. I like. Aber weird, Kochschuhe. Kochschuhe. Dafür muss ich erstmal den Fit sehen. Crocs. Weil so sehen sie ein bisschen goofy aus. Kandidat Nummer 4, was denkst du von ihm? Sie droppt Goofy. Sie droppt Goofy. Ist ein Creel. Kandidat so. Nummer 5. Findest du den? Classy. I like. Nicht Kandidat sein. Nummer 6, was denkst du von ihm? Die sind Fresh. Super shiny, die Schuhe. Super. Und die sehen so poliert aus. Die sehen echt poliert aus. Ja, okay. Das ist ein bisschen weird, dass poliert ist. Was hältst du von ihm? Das sind die letzten, oder? Ja. Ja, auch super. Ja. Ich mag Orange. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfarbe. Echt? Ja. Direkt Pluspunkt. Okay, ich habe eine Frage an euch. Und zwar, was wäre eine Reality-TV-Show, die ein absoluter No-Go für euch wäre, wenn Tamara dabei wäre? Ich habe damit eigentlich kein Problem, aber ich sage ganz ehrlich, so Ex on the Beach wäre schon sehr grob, ja. Das wäre nochmal schnell. Kandidat Nummer 2? So Reality-TV-Show, fühle ich schon. Der hört sich an wie Hugo! Der hört sich an wie Hugo, what the fuck? So Reality-TV-Show, fühle ich schon. Umso schlimmer, umso besser. Hey Hugo, was machst du mit? Hey, wie krass. Okay, wir sind für Kandidat 2 Hugos dabei. Aber so, der SDS wäre schon... Hey, ist einfach Hugo. Das ist schon ein Brett. Kandidat Nummer 3? Anna, vielleicht so Too Hot to Handle oder sowas. Aber sie wäre dann auf Netflix. Ja, nein, danke. Kandidat Nummer 4? Dschungelcamp, wenn ich meine, um ehrlich zu sein. Hä, hey, Dschungelcamp? Glaubst du, du Dschungel aus? Nein. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, Tamara ist ein bisschen müde, da habe ich das Gefühl. Kandidat Nummer 5. Also bei mir eckt das so ein bisschen mit dem Dreh vor mir an. Ich würde sagen Big Brother, weil so deutsche Filmproduktion einfach sehr beschissen ist. Findest du alle deutschen Reality-TV-Formate schrecklich? Ja. Gut. Und Kandidat Nummer 6?
Also, ich kann damit absolut leben, das ist gar kein Stress. Entspannt. Und Kandidat Nummer 7? Ich würde es jetzt auch nicht schlimm finden, außer vielleicht so Adam sucht Eva oder sowas. Verständlich. Hey. Verständlich. Sind alle voll entspannt, oder? Ja, ja, super. Okay, so eine Schnellfrage. Zu welcher Reality-TV-Show würdet ihr gehen? Ganz schnell hintereinander. Dschungelcamp gehen, das ist eigentlich klar. Tour to Hand ist schon ein Vibe. Ja, ja. Ich gebe Bau, sucht Frau. Er kommt aufs Geld an. Bei mir wäre es gar keine. Das Supertalent finde ich cool. Ich würde auch sagen, das Supertalent. Okay, du musst dich jetzt entscheiden. Einer von denen muss raus. Okay. Hör einfach auf deinen Bauch. Okay, warte, ich bin ich gespannt. Antworten vergessen. Okay, vielleicht eins. Ja, was war nochmal deine Antwort? Dschungelcamp, aber ich bin nicht so... Okay, Dschungelcamp. Siehst du dich im Dschungelcamp? Nein. Dann Kandidat Nummer 1 muss raus. Mm. Okay. Oha, der Hoodie ist ja voll cute. Der Hoodie ist voll süß. Aber es hat anscheinend nicht gereicht. Ja. Der hat einen Drip, Leute. Der ist cool. Aber es ist anscheinend nicht genug. Solange du es weißt. Ja. Ich wünsche euch noch, da sind noch wahnsinnig gut attraktive aussehende Jungs, ja. Dankeschön. Der ist ja so lieb, Bro. Oh, der ist ja so ein Lieber. Die Stärke raus, wenn ich reingekommen. Perfekt, glaub an dich. Hauptsache, du nimmst was mit. Ja, der ist funny. Das ist süß. Ja. Okay, Runde Nummer 2. Oh, jetzt gibt's Hosen. Okay, jetzt gibt's Hosen, jetzt gibt's Hosen, jetzt gibt's Hosen. Jetzt ist nice. Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Okay. Was ist dein erster Eindruck? Mhm. Okay. Boah. Ja, ich wusste, bei den beiden Dings hier, Jordans, war klar, dass sowas kommt. Guck mal, was soll man da groß sagen? Super. Also, alle Hosen sind stabil. Ja, die eine ist halt ultra baggy, ne? Ich mag Ringe. Puh, oder hast du sowas also, trägt? Ist Nummer 3 doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ist froh, dass ich den Ring gelassen hast. Nummer 3, so eine... Nummer 4 auch super. Nummer 4 ist der mit der Dings, oder? Oder ist Nummer 3 der mit der grünen Hose? 3 Smash. Nummer 3, 3 ist so mein Typ. Aha. 3 grüne Hose, okay. Wie alt bist du? 22. Okay. Genauso alt wie du, oder? Ja, genau. Stehst du auf ältere oder jüngere? Depends, also ist alles schon vorgekommen. Komplett nur 18 egal. Muss man halt sein. Wer ist dein Fave bis jetzt? 1 und der letzte, aber 3 ist auch gut. Ah, oh, so hart. Okay, vielleicht hilft dir die Frage. Ja, die Frage hilft mir auf jeden Fall. Wer ist euer Celebrity Crush? Kandidat Nummer 1. Tom Holland. Zoe Kravitz. Mm. Bei mir ist einfach ein Junge. Gar nicht. Hugo. Lana Rhodes. Das ist mein Boy. Wer hat jetzt mein Boy gesagt? Der dritte? Oder der erste? Heidi Klum. Heidi Klum. Die finde ich auch super. Kandidat Nummer 4? Zendaya. Das ist ja quasi... Ja. Passt. Monica Bellucci. Oh, die ist Billie krass. Eilish, sehe ich gerade im Chat. Wow, wunderschön. Und Kandidat Nummer 6? Megan Fox. Okay, also gar nicht ähnlich. Hm. Naja. Okay, folgt ihr so? Sag einfach. Okay, mir ist wichtig, was man auf Instagram macht und deswegen folgt ihr so Summer Rae oder Corinna Kopf? Oder wie heißt die dritte? Kylie Jenner? Ja, Kylie Jenner. Folgt ihr denen auf Instagram? Mia Khalifa? Na. Also so Kylie Jenner schon, aber Rest, nee. Hugo, aha. Folgst du Kylie Jenner rein wegen der Ästhetik? Don't know, kann eigentlich auch in Folgen. Hey, super. Kandidat Nummer 2? Hugo. Na, ich folg dir nicht. Folgst du gar keinen weiblichen Celebrities? Nee. Finde ich super. Ist einfach so ein Ding bei dir? Nein, aber ich achte schon so drauf. Keine Ahnung, wenn man sich die ganze Softporn am Handy anschaut, ist schon irgendwie cringe. Okay, aber Softporn in was sie sagt. Nein, es kommt drauf an, wem man so auf Instagram folgt, aber wenn man so super vielen Instagram-Baddy-Only-Fans folgt, dann sollte man schon ein bisschen, also was schaust du dir an? Stell dir mal vor, ich muss kurz diesen Vergleich sagen. Okay. In den 70ern, okay? Wenn man sich, stell dir mal vor, Leute hätten einfach so ein Pornoheft einfach mitgenommen und sich die ganze Zeit angeschaut. Das ist doch krank. Das ist genau das gleiche mit diesen ganzen Instagram-Mädchen. Ihr schaut euch die ganze Softporn an. Grow up. Fändest du das schlimm, wenn dein Freund Kylie Jenner zum Beispiel folgt? Na sicher.
Also wenn er ihr davor gefolgt hat, I guess, aber... Okay, wo fängt bei dir denn Betrügen an? Was fändest du richtig schrecklich? Ja, bei mir fängt Betrügen an, wenn man... Also man setzt ja sowieso seine Grenzen mit der Person von Anfang an. Und wenn die Grenzen überschritten sind, ist halt schon Betrügen für mich. Also das ist so Soft-Betrügen auf Instagram. Also meiner Meinung nach ist es Fan-Behavior. Chill. Deswegen. Ja. Und krass, also wenn dein Freund jetzt ein Foto von Kylie Jenner oder... Ja, es ist halt random. Wieso müssen Leute wissen? Das ist einfach random, es tut mir leid, Leute. Wieso muss mein Freund da unten stehen? Als beim Like. Ja, aber dann willst du das zum Beispiel auch gar nicht, dass irgendein Typ... Guck mal, ich sag so, wie es bei mir wäre, ne? Wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin, sage ich mal, irgendwie irgendwelchen Models folgt oder irgendwelchen Celebrities, sei es zum Beispiel Tom Holland oder, weiß ich, The Rock oder... Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und die Bilder, like, Digga, es wird mich so nur jucken, ne? Es wird mich so... Die kann folgen, die kann befreundet, die kann liken, was sie... Klar, die soll jetzt natürlich nicht irgendwie, na, so... Mit ihren Ex vielleicht, so hast du da vielleicht noch Grenze. Aber sonst, Digga, mach, was du willst. Sei frei. Wird niemals irgendwie so Grenzen setzen, so krass so. Nein, ich vertraue der Person am Ende. Ich snitch auch immer. Ich sage ganz ehrlich, I'm snitching. Don't like my story, because I'm sending your girlfriend. Sorry, es ist so. Ich hatte schon ein paar. Ich hatte schon ein paar solche Situationen. In deiner letzten Beziehung? Nein. Von Typen, die eine Freundin haben, mir Stories liken und ich bin so, Screenshot. Sofort? Ja. Krass, also richtig Girlcode. Immer. Immer Girlcode. Muss. Auch voll nice. Ja. Finde ich voll gut. Ja, ich will dich. Vertrauen ist manchmal der falsche Weg, Bro. Eine Beziehung basiert auf Vertrauen. Weißt du, wie ich meine? Wenn ihr euch nicht gegenseitig vertraut, dann ist es halt einfach keine gute Beziehung. Dann mach Schluss. Man muss sich halt vertrauen. Vertrauen ist nicht... Bro, ja, ja, okay, da kommt wieder der Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Scheiß drauf, Digga. Digga, hä? Oh, Mann. Ich würde es ja auch wissen wollen, wenn der Typ herumlungert. Wo waren wir gerade? Kandidat, nur? Achso, über was haben wir geredet? Digga, nee, komplett aus dem Konzept. Wer war der Letzte, mit dem wir geredet haben? Aber was war die Frage? Achso, folgen. Nummer 3. Ich folge keinen von denen. Oh, wirklich? Okay, Kandidat Nummer 4, können wir dein Handy sehen? Theoretisch. Natürlich, alles, was du willst. Nice, wie findest du die Antwort? Super, super. Also das heißt, wenn dein Freund zum Beispiel sagen würde, ey, ich folge Kylie Jenner nur wegen der Ästhetik? Oder ja, geht rum. Also sorry. Kylie Jenner nur wegen der Ästhetik, was für eine Ästhetik? Also sie ist eh stabil, aber... Also, wow, ich weiß nicht so ganz, ja, genau. I don't know. Aber wenn sie sagen, ich finde das Mädchen nur geil oder ich finde es nur nice, weil die einen nice Style hat. Oder? Wenn man die Instagram-Page sieht, weiß man, was er sich gedacht hat dabei. Also nein, Kylie Jenner, sorry, aber... Okay, Kandidat Nummer 5, was hältst du davon? Also ich bin da schon schuldig, ich frag den schon. Würdest du den denn entfolgen für Tamara? Ja. God damn. Eins von zwei sind jetzt schon immer auf meiner Liste. Okay. Und Kandidat Nummer 6, was sagst du dazu? Ich folge keinen. Das klang aber ein bisschen gedrückt. Nee, ich folge keinen. Nee. Okay, also Kandidat Nummer 5 ist bei dir ja. Auf der Abschlussliste. Ja. Bist du sicher? Ja. Dieses, würdest du ihm folgen? Guck ja, mal, ja. Der Bree ist halt einfach real gewesen. Die anderen wahrscheinlich nicht. Und safe, der sieht aus wie ein Model, Alter. Leider raus. Safe, der sieht richtig fresh aus. Safe? Bro, sie hat safe einen Fehler gemacht. Oh. Guck mal, ein Süßi wieder. Hi. Mich auch. Easy, dann viel Glück euch noch, gell? Danke, hey, danke. Viel Spaß auf Instagram. Muss nicht sein. Nein. Okay, du musst aber jetzt noch einen rauswählen. Okay. Hey, die Boys waren bis jetzt so cuties, ne, wirklich. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja, es war wirklich gerade toxic von dir, ne? Viel Spaß auf Instagram. So, kam ein bisschen low-key toxic rüber, aber egal, scheiße. Eine Frage. Daumen runter, Daumen rauf. Feiert ihr Andrew Tate? 3, 2, 1. Haha, oh, okay. Er feiert Andrew Tate. Oh, der letzte aber auch. Okay, ich hinterpack jetzt dein Gehirn, wenn du nicht den rauswählst. Ja. Oder? Willst du noch gucken, ob er es vielleicht verbessert? Nee, 2 hat sich auch gerettet mit diesem. War unabsichtlich. Würdest du sagen, du idealisierst ihn? Also du findest ihn stabil? Er geht schon komisch. Nee, auf gar keinen Fall. Aber so, ich finde nicht, dass er
irgendwann mal irgendwas gesagt hat. Also natürlich gibt es Sachen, die anecken, aber ich glaube, so die Intention, die er hinter dem sagt, hat, die ist eigentlich im Grundkern ganz gut. Sitzt der gerade nicht wegen Vergewaltigung hinter Gitter? Ja, aber dafür gibt es fast, ich glaube, keine Beweise. I don't know, ich enthalte mich da, ich weiß nicht, was Beweise sind. Also, dann Kandidat Nummer 4, du musst leider raus. Oh, du siehst gar nicht so aus, als würdest du ihn feiern. Ja. Naja, schade. Coole Haare. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn feiere. Ich habe nur gesagt, so, ich finde ihn nicht so scheiße, wie alle tun. Okay. Ist ein Unterschied. Auch ein Sisi. Mach's gut, mein Bester. Stabile Haare. Ist eine Meinung. Okay, nächste Runde. 3. Smart Guy. 2, 1. Das Outfit von Nummer 3 ist viel besser geworden. Das Outfit Nummer 3 ist besser geworden und mit Hemd, mit Dings Hemd jetzt gerade so, ne? Sieht ganz cool aus. Er hat halt auch schon irgendwie so einen ganz interessanten Drip, ne? SpongeBob einfach. Hey, sieht das aus wie SpongeBob? Nummer 3 aus wie so ein Goofy, ja. Hey, ich hab gerade SpongeBob im Chat gelesen. I like. Was ist dein Fave? Die sehen alle urtoll aus. Mein Fave Nummer 1 again. Immer noch? Yeah. Oh. Magst du das, weil der so ein bisschen baddy ist? Nee, keine Ahnung. Es ist simpel, aber es ist... Nummer 4. 4 ist beste, Chat. 4 ist, finde ich, beste. Nicht simpel. Das ist mein Favorit. Nummer 4 ist Favorit. Still, I don't know. Irgendwas. Hugo ist für sie am besten. Ich finde aber 4 vom Style her, finde ich, am nicesten. Aber Hugo wird es wahrscheinlich am Ende machen. Also, Hugo wird das Rennen gewinnen. Es gibt auch 3 andere, okay? Nummer 2, was denkst du von ihm? Like 4 ist basic, ja, aber guck mal, ja, true. 4 ist basic, aber bin auch basic, deswegen, ich feier's halt, ne? Aber Nummer 1 ist dein Fave? Je. Yeah. Nummer 3? Mag ich auch. Ich mag Thais. Und Nummer 4? Der hat seinen Bandana zu seinen Schuhen abgepasst, obwohl es nicht gleich ein Orangeschuhen. Sorry. Wie lange bist du jetzt Single? 4 Monate. 4 Monate, wie ist die Beziehung beendet? Also geendet ist sie alt. Also es war nicht ein perfektes Ende, aber ich habe gegrieft. I'm good. Abgeschlossen. Hat sie nicht verstanden. Kandidaten, wie ist eure letzte Beziehung beendet worden? Damn, okay. Es ist so Hugo. War schon tough. War nicht im Guten auf jeden Fall. Aber es ist schon 2 Jahre her. Ah. 2 Jahre Single? Ja, yeah, sir. Findest du die Antwort? Ja. 2 Jahre Single ist okay? Achso, ja, safe. Ich mag das eh mehr, als wenn man gleich gegriecht, weiter hoppt. Hast du die Zeit genutzt, um dich selber zu reflektieren? Schon. Super Antwort. Okay, dann sag mal, wie ist deine letzte Beziehung beendet worden? So hat einfach nicht mehr gepasst und dann waren wir eh so, okay. Haben gesagt, so, lass mal es einfach. Voll die vage Antwort. Passiert. Ja. Ja, war bei mir auch. Wir haben auch gemerkt, passt halt einfach nicht. Und dann haben wir uns getrennt. Sind weiter Freunde und Ende im Gelände. Ja, voll okay. Okay, Kandidat Nummer 3. Du kannst dich vielleicht noch irgendwie hochkatapultieren. Wie ist deine letzte Beziehung beendet worden? Ich hatte noch nie eine. What? Okay, crazy, was? Hätte ich nicht gedacht. Was, wie stehst du dazu? Ich hatte meine erste auch erst mit 21, also... Oh, also gut. Wie alt bist du? 22. Ich meine, erst nach meiner ersten Beziehung, was ne? ich will. Deswegen ist schon anstrengend von jemandem, die erste Beziehung zu sein. Sag ich ehrlich. Und Kandidat Nummer 4? Ich hatte auch noch nie eine Beziehung. Immer wenn es so ernster wurde, dann wurde es irgendwie ein bisschen toxischer. Und ich konnte mich noch nie so richtig verlieben. Okay, aber du hattest mehrere Beziehungen und die waren alle toxisch? Situationship. Ah, okay. Yes. Willst du heute? Okay. 21. Ja, ich bin 20. Immer noch 22. Also ja. Ich werde 22. Okay. Hey, sind alle jünger als ich. Crazy. Das ist also Range. Okay, du musst dich jetzt entscheiden. Eine von den 4 muss jetzt gehen. Okay. Keine Beziehung. Ja, okay. Okay. Ist Nummer 3? Welcher? Nummer 3. Ja. Okay. Okay, bin jetzt gespannt, wie er aussieht. Du kannst hervorkommen.
Bin gespannt, wie er aussieht. Wirklich. Spannend. Hi. Wow. Bro, er könnte straight up in irgendeiner Serie oder Film mitspielen. Bro, das ist ein Model. Hey, der ist halt übel, der Hottie. Ja. Bro, das ist so ein Anime-Charakter, ne? No joke, ist ein Anime-Charakter, wirklich. Hey, er ist halt übel hot. Ich kann mich ja nochmal bei ihm melden. Ich meld mich bei ihm. Mit Mike, okay. Du bist immer offen. Bro, der ist halt, what the fuck. Okay, bevor du jetzt noch einen rausvotest, wollt ihr hey, kurz eure Gott, Namen sagen? Cute. Vielleicht könnt ihr damit irgendwie überzeugen. Kandidat Nummer 1. Louis aka Subservi aka the Prince of Vienna. If you don't fuck with the Prince, you ain't convinced. Ah ja. Are you convinced? ich hab ihn wieder nicht verstanden, also... Bro, der arme Hugo. Are you convinced? Achso, aber was ist sein Name? Das ist der Prince of Vienna. Achso, ich dachte, er hat gereimt mit seinem Namen. Okay. Louis, du kannst mich Louis nennen. Louis, okay. Louis, der Prince of Vienna. Are you convinced? Ich will erstmal alle Namen hören. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den Namen nicht sage, weil sonst weiß sie direkt, wer ich bin. Oh, hold up! Wieso kommt mir diese Stimme bekannt vor jetzt? Fuck. Hä, wer ist er? Woher kennst du ihn? Ich glaube, so jetzt, wie, wenn ich so Stimmlage höre, I think so. War es schon mal ein Date? Mm-mm. Wart ihr mal zusammen? Nein. Seid ihr Freunde? Ich weiß nicht, wenn es er ist, I think, nicht, ich, I don't know. Okay, Kandidat Nummer 3. Mark Anthony Wayne. Mark Anthony Wayne? Bro, nicer Name. Ja, wie willst du ihn nennen? Ach so. Super Name, keine Ahnung. Also du hast hier den Prinz von Wien, jemanden, den du anscheinend kennst, und Mark Anthony, irgendein dritter Name noch. Wayne. Einen von denen musst du raus. Hallo. Ja, ich glaube, ich meine, ja, drei. Drei. Okay, dann Kandidat Nummer 3. Du kannst hervorkommen. Nein, nicht unser Favorit, nicht mein Favorit. Wieso? Hi. Bro. God fucking damn it. Guck mal, wie gut er aussieht. Bro, what? Ey, guck mal. Ey, ich kann nicht mehr. Ich schwöre. Gut dir? Freut mich. Nice, dass du dabei warst. Danke. Ey, kann nicht mehr. Oh, der war so hot. Smash. Smash, wirklich Smash. Von früher. Bist du in Wien? Bereust du das, als er raus ist? Das ist jetzt eine unangenehme Frage, nein. Sie bereut es nicht? Boah, ich wäre halt heartbroken, wenn er weg wäre. Ich will nur wissen, wer zwei ist. Okay, dann... Ich glaube, Hugo gewinnt das aber. Achso, was ist eure Red Flag? Ja, das ist die Frage. Okay, Kandidat Nummer 1, was ist deine Red Flag? Wenn sie so Gym-Pics postet. Mhm. So von sich im Gym vor Spiegel. Finde ich nicht schlimm. Kandidat Nummer 2, was ist deine Red Flag? So Samsung-Handy. Digga, was? Ja. Ja. Aber was ist eure Red Flag? Okay, und was ist eure persönliche Red Flag? Also, was würdet ihr euch selbst sagen, ist eine Red Flag? Vielleicht so, es braucht bei mir lange so, bis ich mich so öffnen kann. Okay, got it. Und Kandidat Nummer 2? Ich bin irgendwie genauso wie Nummer 1, ich weiß nicht, das war echt wellig. Oh. Maker! Bei uns schon haben sie sich geöffnet. Cute. Okay, hast du schon Favoriten? Welche Antwort fandst du besser? Also ja, fliegt raus. Antwort fand ich super. Ich finde beides super. Okay, willst du die letzte Frage noch stellen? Ja, was wäre so ein Traumdate? Date war nicht Date. Maybe so essen gehen, New York, dann ein bisschen so spazieren. Mm-hmm. So Hugo weiß, was gut ist. So auf süß. Aber spontan, immer spontan. Ich bin sehr spontan. Mhm. Und Kandidat Nummer 2? Ich mache immer gerne so Clubhopping oder sowas. Ich weiß nicht, ich finde das geil. So mehrere Clubs gehen und so und dann auf denen, ich weiß nicht. Okay. Das ist ein gutes Date, auf mehrere Clubs gehen? Bro, what? Muss ich jetzt entscheiden. Welche Antwort fandst du besser? Das ist super schwer. Also Hugo muss gewinnen. Ich fand die besser von ihm. Scheiße. Okay, stell dich da vor und guck, welche sich besser anfühlt. Nimm beide Handy in die Hand und guck, welche sich besser anfühlen. Irgendwie ist das komisch. Nein, gleichzeitig. Okay, also nimm einer so, auf so richtig romantisch, ja, also, genau. Also auf den. Welche sich besser anfühlt. Das geht. Was geht ab? Nichts bei euch. Oh, schöner Händeschüttler. Ihr schüttelt Hände, wie wir ein Geschäftsessen hättet. Hä? Schüttelt Hände und hättest du Geschäftsessen. Ja, was sollen wir halt machen? Hey, einfach sagen, mach mal Hände auf, die guckt sich Hände an, fest über die Hände, Bro. What?
halten auf innig. Aber wie gut kenne ich dich? Ha? Also ich kenne dich. Wir haben uns gestern gesehen. Ei. Na gut. I guess. Du nimmst Nummer zwei? Ja, I guess. Okay, dann Kandidat Nummer eins. Keine Ahnung. Nein, Hugo! Bro. Ah, Fehler. Hi. Du bist auf jeden Fall sehr chill. Thank you. Hugo, Bro. Ich mag deinen Style sehr, sehr nice. Dankeschön. Ich mag die Schuhe und der Fetz auch sehr. Danke, danke. Cute. Armer Hugo. F an Hugo. Eine gelbe Unterwäsche. Finde ich auch gut. Jetzt Kandidat Nummer zwei. Was habt ihr gestern gemacht? Hä? Also ich war gestern fort, deswegen war ich heute auch ein bisschen... Also habt ihr mein Feiern schon kennengelernt? Erinnerst du dich? Ja, ja. Sie liegt da nix. Are you safe? Komm, ich will jetzt den letzten sehen. Bike ihn. Okay. Dann, du bist der Gewinner. Komm gerne hervor. Ja, ja, bei dir. Auch ein Süßchen, ne? Muss man aber auch sagen. Und fandest du sie gestern Abend schon gut? Ja, ja. Ja? Fandest du ihn gestern Abend schon gut? Okay, vielleicht läuft ja noch was, also. Geht ihr jetzt auf euer erstes Date? Okay, tschüss! Guck mal, ich fand mich persönlich hart. Welche Nummer waren das? Dieser Anime-Charakter, Digga. Der hat mich am meisten abgeholt. Der war wirklich eine 10 von 10, wirklich. Der war so cute. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und schaut auch gerne bei ihr vorbei. Lasst auch hier liebe Grüße da und ich würde sagen, das war's.